So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, es ist wieder ein Video auf meinem Kanal. Ich hatte kurz Internetprobleme und ja, 2 Tage ist jetzt nicht schlimm, denn wir haben ja das PvP versus Ju im Prinzip nur ausfallen lassen. Und das möchte ich natürlich das irgendwie nachholen. Also wir müssen mal gucken, was wir da so machen. Aber jetzt habe ich einen Spielmodus gefunden, der ja witzig ist und den man so halbwegs verstehen muss. Ich zeige ihn euch einfach mal. Wo ist er denn hier? Genau, gute Vorbereitung, Leute. Genau, da Wizards. Es ist... Jetzt lag das kurz. Es ist witzig. Aber verstehen tue ich es noch nicht so ganz, aber dafür ist ja das Video jetzt erstmal gedacht. Also ich gucke jetzt erstmal, wie schlage ich mich so. Also ich kann euch so ungefähr erklären, man hat Zauberstäbe und kann wie in Survival Games Kisten sammeln. Nur, es ist halt so, dass ihr da Magie drauf machen müsst. So habe ich es verstanden. Kann sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Ich weiß es nicht, aber ich denke doch mal, so sollte das sein. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel so Zaubersprüche. Es ist so witzig. Das ist einfach nur mit Texture Packs gemacht, Leute. So, das ist eine Lederjacke, das sind Karotten, das ist ein Eisenbarren. Also bis jetzt sage ich mal noch nichts. Doch, tatsächlich, okay. Jetzt können wir nämlich hier zum Beispiel einen Feuerball schon mal drauflegen. Und hier... Ja, wir machen erstmal nur einen Feuerball. Und jetzt guckt euch das an. Wenn ich jetzt gleich nicht rechtige, sondern schlage, können wir damit Spieler töten. Das ist auch das Prinzip. Und, ja. Es ist eigentlich recht witzig. Ich muss sagen, es gefällt mir. Zack. Was macht, ist ja übel geil. Das Feuerding ist ja richtig nice. Hm? Ja. Okay, ich muss noch ein bisschen chargen. So, 8 Sekunden habe ich. So, in der Zeit lege ich mal hier irgendwas anderes drauf. Also, ich werde jetzt nur auf Angriff gehen. Nein, nein, geh weg. Geh weg. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Okay, also, was ist das denn hier? Rumble, Fireball, Anvil Drop, Rainbow Bean. Das habe ich vorhin schon gesehen. Das ist eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, was das soll. Ach so, okay, so switcht man dann. Okay, das ist ja ganz einfach. So, zack. Und jetzt hätte er nämlich hier den schönen Rainbow Bean. Leute, ich weiß... Oh, bei uns geht echt gerade irgendwas ab, also... Das ist nicht mehr normal. Also, hier ist so viel Feuerwehr-Krankenwagen dran vorbeigefahren. Und ich habe das ja, also wie jeder das gehört hat, ist es halt so, dass in Paris Anschläge gemacht wurden. Und ich finde das echt... Ja, es hat mich etwas sprachlos gemacht, was da so passiert ist, weil ich meine, so weit weg ist das wirklich nicht. Und wenn ihr euch überlegt, es ist in Europa passiert und man hört ja auch von der... Ich bin im Arsch. Man hört ja auch schon von der... Ja! Oh! Nein! Man hört ja auch schon von der... Genau, Leute, das meinte ich. Nein, von dem Fußballspiel, was in Hannover, glaube ich, das musste ja auch ja abgebrochen werden. Aber das ist meine Vermutung liegt so. Und zwar sind das, denke ich mal, Trittbrettfahrer, die jetzt das irgendwie machen wollen, weil sie Aufmerksamkeit bekommen wollen. Ich weiß nicht, was der Hintergrund dann genau ist. Aber ich denke, das sind Trittbrettfahrer. Leute, ich habe das, weiß es natürlich nicht. Das ist klar, aber... Naja, ich hoffe, das wird auf jeden Fall bald aufgeklärt und man hört ja auch ziemlich oft die Nachrichten, da und da wurde jemand gefasst hier. Aber ich denke, ganz vernichten, wie das jetzt alle meinen, kann man das nicht, weil es gibt immer noch einzelne Personen, die immer, man kann das nicht stoppen sozusagen, man könnte vielleicht die größeren Gruppen stoppen. Ich möchte das aber auch gar nicht so thematisieren. Ich finde es einfach nur creepy, dass es einfach so jetzt gerade so krass viele Krankenwagen hier vorbeifahren. So, so, dann ziehen wir uns erstmal Rüstung an. Und ich denke aber mal, dass da nichts passiert ist. So, oh, da hat man extra Herzen. Das ist cool, muss ich sagen. Set Feature I like. Also dieses Texture Pack muss man nicht nehmen, Leute. Nice, okay, jetzt haben wir so ein Rainbow-Dings. Kann man halt machen, damit das halt so cool aussieht. So, jetzt nehme ich erstmal Fireball. Und hier, Rainbow Road, was ist das?
Ach, nehmen wir das auch noch dazu. So. Zack. 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 Und jetzt töten wir den mal kurz. Ja, meine Freunde. Das könnte ein wenig dauern. Komm, jetzt lebt doch. Du bist doch hilflos, Mann. Du hast doch gar keine Chance. Da versucht er sich zu sehen. LOL. LOL, da ist noch jemand. Leute, ich werde verbrennen. Nein, doch nicht. Oh Gott, jetzt muss ich aber weg. Also, ich kenne mich halt wirklich nicht so gut im Spiel aus, aber es macht eigentlich wohl ganz Bock mal was anderes zu machen, außer diesen Standard-Shit. Nein! Komm. Ja, komm, treff, nein. Okay, shit. Ich bin nämlich wahrscheinlich wie der letzte Vollhorst gerade in dem Spiel. So, der hat noch 5 Sekunden. Nee, der hat gar keinen Cooldown mehr. Das heißt, ihr könnt angreifen. Habe ich getroffen? Nein, leider nicht. Oh, da ist noch einer. Das Geile ist, wir können jetzt schön ausweichen. So, dem haben wir nochmal schön eine Feuerkugel reingedrückt. Nein, Dark spielt, lass mich in Ruhe. So, ja, ich kann da jetzt nicht viel kommentieren. Sagt mir gerne eure Meinung zu diesem Spielmodus und vielleicht auch für diese Terroranschläge dann vielleicht mal, was ihr davon haltet, was eure Meinungen so sind. Ich denke mal, die Meinungen werden alle ziemlich gleich sein, obwohl man weiß es nicht. Also doch, naja, ich glaube eigentlich gar nicht, dass sie ziemlich gleich sind. Also ich bin echt gespannt darauf. Und ja. Oh lol. Na stimmt, wir können ja noch Kisten looten. Hä? Ganz vergessen. Und ja, oh lol. Nice. Okay. Leute, ich möchte noch eben kurz was zum Abschließen sagen. Und zwar, ich kenne mich mit dieser Sache bestimmt nicht so gut aus wie manche, deswegen denkt euch, also das ist nur meine Meinung und das heißt natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie wahr sein soll oder was weiß ich, aber meine Meinung ist halt, dass ich denke, dass das Trittbrettfahrer sind. Es kann sein, dass es keine Trittbrettfahrer sind, man weiß es nicht, es wird ziemlich viel spekuliert und ja. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Schaut gerne am Freitag vorbei, Survival Games, vielleicht werde ich dann noch ein bisschen auf die Kommentare von heute eingehen. Genau, ich werde dann so ein bisschen auf die Kommentare von heute eingehen, das machen wir. Und haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und haut rein und...